Hallo YouTube, willkommen zu einer weiteren Folge bei unserem Ostsee-Diehagen-Strandprojekt. Ja, wie ihr in der letzten Folge gesehen habt, haben wir jetzt noch Kalk gekauft und dann wollen wir dieses riesige Grasfeld nochmal eben schön kalken. Macht nur Sinn für einen besseren Ertrag. Ja, und heute Abend wieder mit dabei mein Bruder Christian. Hallöchen. Der Luke is a Brain Laser. Hallo. Und Herr von Betzold. Einen wunderschönen. Dann gehen wir mal rein und legen mal los. Mein Bruder ist nebenan auf dem Grasfeld am Ballenpressen. Herr von Betzold ist auf dem Feld am. Daneben an. Da nebenan, genau, am Mähen. Ja, und der Brain, also Brain, ist unterwegs und macht Der Luke mit seinem Aufträge. Flug. Der Luke mit seinem Flug, genau. Luke mit seinem Flug, genau. Luke the Fluglaser. Jawohl. Das ist dann sein neuer Spitzname, ja. Wer den mal gefahren hat, der gibt den nicht mehr. Wer einmal pflügt, der weiß, wie es schmeckt, ne? Ja. Ja. PH ist jetzt, glaube ich, nicht ganz so wild. Da könnte man aber einmal schauen, ob man da einen mit Streuteller kriegen, oder? Ja, der Weil ist das aber gerade ist. kostenlos. Ja, das ist der von der Karte. Ja. Ja, den breiteren, der wäre besser. Räumen Sie groß. Ja, Mehl gibt es zurzeit keins. Müssen wieder Getreide ernten gehen. Getreidefeld irgendwo? Noch Boah, nicht müsst auf erntereif. GPS gucken. Nix erntereifes, morgen erst wieder. Achtundvierzig ist auch noch Grasfeld. 48 ist auch noch Grasfeld und das bei unserem Hof ist auch noch Grasfeld. Ein Stück Gras. Naja, ein Ballenanhänger hat knapp 45.000 gebracht, ne? Und hier sind anderthalb runtergekommen. Zwei. Zweieinhalb fast. Ja, es lohnt sich schon. Vor allen Dingen, wenn sie dann gut bewirtschaftet sind Ja, und was der wir jetzt Ertragsbonus hoffen. mit Düngen und alles. Gut, irgendwann, wenn uns die Felder dann mal gehören, vielleicht mal die Bäume wegmachen. Ja, diese Die Felder gehören uns ja. Bäume dazwischen mit unserer coolen Baumfräse. Ja. Und dann die dem Wall weg, dann schaut's Freunde auch wieder weg, wenn da anders welche aus. sind, wenn es geht. Ja, das geht schon. Und Christian, Schwarz kannst du doch gut abfahren, oder? Ja, geht gut. Oh. Es kommt morgen mit Tüt. Ja, mein Tüt. Jetzt kommt morgen Frieda, heißt das. Es kommt morgen Frieda, ja. In Tüt. Wie schauen eigentlich unsere Grasfelder aus? Müssen die gepflügt werden? Ja. Ja. Nächste Ernte.
Ja, müssen wir dann ja Dings, brauchen wir ja erstmal Sämaschine dann halt dafür. Ja, genau. Erstmal muss das so gehen. Ja. Das Gute ist halt, was du halt sparst beim Pflügen, musst halt danach nicht Unkraut bekämpfen. Nee? Nö. Ja gut, auf dem Grasfeld machst du eh kein Unkraut bekämpfen. So. Oh, geht hier ein Kalk drauf, ey. 55, ja. Da fehlt gar nicht so viel. Die automatische Ausbringung hast du aber eingestellt, Ja, oder? ja. Gut. Wo ist denn hier Feld 55 und 56? Ach, da unten. Junge, Junge, das dauert hier aber. Ja, Wenn das Kalken dauert auch ein bisschen. du Bock hast, Christian, wenn du mähen willst, kannst du auch mal mähen. Aber ich bin jetzt gerade hier so im Flow. Ja gut, okay, dann. Ja, ist ja nur, dass es nicht langweilig wird, ne? Mal alles Ja. durchprobieren. Du kannst auch kalken, aber wenn du gerade im Flow bist. Ja, ich mache das hier. Nächsten Tag mache ich mal was anderes. Ja, nächste Woche Donnerstag wieder Livestream. Dann Mit geht's voller weiter. Besetzung. Mit voller Besetzung, hoffe ich. Vielleicht hat der Phil ja auch Bock. Ja, könnte ich wohl auch dabei sein. Ich glaube, da bin ich gerade im Puff. Ja, entweder Herr von Betzold, hast du dann Spätschichten wieder, ne? Ich habe Frühschicht. Ach, wieder Frühschicht. Oh. Ja, dann ist er auch noch mal dabei. Ja, wir können ja später mit reinstoßen sonst, ne? Ja, das ist immer gut, wenn du später Okay, der reinstößt. eine geht in den Puff und der andere verstoßt rein, alles Ja, klar. ja. Gut. So sieht's aus. Gerechte Arbeitsaufteilung. Ja, ganz unkompliziert sind wir hier. Ja. Alles mit meinen Monitoren links, das gefällt mir echt gut, so wie das jetzt ist. Sehr gut. Perfekto, Mann. Ich bin sogar überlegen, dass ich regelmäßig jetzt bei Kleinanzeigen gucke, um den rechten Monitor auch noch durch einen Philips zu ersetzen. Also selbe Modell. Wieso, was hast du da gefunden? Philips 243 heißen die. Die gibt es als V und als S und auch als keine Ahnung was. Und die haben so einen schmalen Rand nur. Und ich hatte mal einen mit dem Arm, relativ günstig, was heißt relativ günstig? Sehr günstig eigentlich, bei eBay Kleinanzeigen gefunden. Und habe jetzt letztens, ich wollte ja noch einen zusätzlichen haben. Weil mein einer Monitor, der von den Farben her so schlecht ist, wenn man den kippt oder dreht. Und dann habe ich durch Zufall gesehen, oh, das ist ja derselbe, den ich habe, nur halt nicht als. Also ich hatte vorher jetzt ein S, jetzt ist das ein V. Hinter der 243. Aber es ist optisch genau dasselbe.
Der hat halt nur kein DisplayPort, sondern DVI und HDMI. Okay. Ach so, Motherboard Reparatur, ne? BIOS 15 Euro, 25 Euro inklusive Rückversand. Ach du Scheiße. Ja, die kannst du. Kostet nichts. Mache ich auf jeden Fall. Packe ich jetzt die Okay. Tage ein und Kannst das schick. andere dann ja wieder verschenken. Ja, oder behalten für Notfall. Oder da Willst kommt ein. du meine Grafikkarte kaufen für 250 Euro? Dein jetziger. Ja. Was war das für eine? Eine 2070 RTX Super. 250, willst du eine neue holen oder was? Ich habe mal überlegt. Das ist halt die Frage, ob die beiden Grafikkarten zusammen harmonieren, die ich drin habe. Also die Ach so. 2070 Ja. dann mit der 2060 oder 80? Ich habe die 2080, glaube ich, noch. Ich weiß es gerade gar nicht. Weil mit deiner GTX funktioniert es ja leider nicht. Das ist ja auch schon ein älteres Modell, ne, die Ja, GTX. aber man könnte es ja einmal ausprobieren. Na, bei dir raus, bei mir rein, einmal gucken, wenn das Ja. funktioniert. Hätte ich nämlich eine 3060 vielleicht geholt. Ja. Aber ja, es war aber jetzt auch nur erstmal. Eine Überlegung. Ja. Erstmal ist der Skoda dran. Ja. Tja, ein Kalkwagen hat hier nicht gereicht. Und leer. Und sei froh, dass dort leider Kalk verkauf ist. Ja, ich hole die beiden Säcke jetzt ab. Ich bin ja jetzt quasi am Händler. Oh, das war nicht schnell genug zurückgelenkt. Hey, wo stehen die denn? Warum stehen die denn so verstreut? Das ist ja auch nur ein Sack. Was ein Sack, ja, habe ich ja gesagt. Dachte, das sind zwei Säcke. Aber Ne, nee, es sind die 2000 2000 Liter. Liter. Da wird er gerade gespeichert. Ja. Vielleicht reichen die 2000, ja. Macht er voll bei der Mühle, da ist doch der Verkaufspunkt. Ja, da muss ich erst ganz durchdreschen und der Rest vom Feld ist hier vorne. Ach, das ist das Falsche. Falsche Einfahrt gewesen. Christian schon Boah. eingeschlafen? Ja. Alles klar. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. See you later, Alligator. Oh, weil Krokodil. Ja. How do you do with the Gummischuh? How's to me, how it he? Oh Mann, ey. Gibt schon Richtig Sprüche. schlecht. Ja, richtig schlecht. Thank you very well in your klapprig Bettgestell. Ja. Oder thank you very much, Englisch lernen ist Quatsch. Genau. Have you water closet oder sheet you in Emma? Ja. Ja. Verstanden, Betsy? Ja. Ich bin auch nicht von vorgestern, ne? Nein? Nicht? War von gestern, aber nicht von vorgestern.
Boah, du bist von 1988. So wie korrekt, ja. Martina M. Ach, die hat ja am selben Tag Geburtstag wie du. Brüder. Wer? Mir folgt hier eine Martina M. Ha. Die hat 16, Martina M, 16/10/88. Ach Quatsch. Ja. Oh, ich habe ein Tesla-Zeichen gemacht. Was? Bessies Zwillingsschwester. Ja, aber warum Martina? Keine Ahnung, warum Stefan? Ja. Könnte auch Stefanie sein, ne? Ja. Da frage ich mich das. So ein schöner Name, Stefanie. Ah, geht so. Ja. Boah, das wäre witzig. Herr von Betzold mit einer Stefanie. Ja. Hatte ich. Hattest du schon, ja. Ja. 4,5 Jahre. Stefan und Stefanie. Ja. Heftig. Das ist genau wie Christian und Christiana. Oder ja. Christina. Christina, Beste. Christina, Stürmer. Ja. Christina aus Köln. Köller Alaf. Mit Sarah aus Köln. Obwohl, Sarah finde ich auch ganz schön. Ist auch ein schöner Name, ja. Ja. Ich mag Mia, den Namen. Wen? Mia. Anna. Ja. Von vorne wie von hinten. A-N-N-A. Genau. Und Marie. Marie ist auch ein super schöner Name. Marie, denn oder sie Amelie. Schrieb. Amelie ist auch schön. Amelie. Aber wie? Ja. Die Mama von Amelie heißt Anna. Achso. Ach, Spillack. Ja. Die heißt Amelie. Oh ja, stimmt. Amelie. Ja. Und Raffi. Betsy dreht seine Runden da, Kerl. Ja, volle Pulle. Hart am Limit. Okay, let's go. Und der nächste Anhänger mit Ballen ist voll. Sehr gut. Ach, du arbeitest auch mal was. Ach so. Ja, klar arbeite ich. Macht Luke eigentlich. Der arbeitet auch. Der sitzt am Feld mit dem Flug. Sitzt auf dem Flug. Luke sitzt auf dem Flug. Ja. Passt, ja. Er ist gleich wieder fertig mit dem Auftrag. Wann gibt es eigentlich das Geld immer vom Auftrag? Ende des Tages? Nö, nee, abschließen des Auftrages. Ah, okay. Also jetzt dann gleich. Ist aber Kleinvieh. Aber macht auch Mist. Du. Ja. Wie gesagt, es geht auf den Ertrag von die Felder, ist es genial. Genau. Hart am Knüppeln dran. Den normalen Autoload finde ich besser. Den man mit I abladen kann. Ja, du. Das habe ich mir auch schon gedacht, aber. Besser wie nix, ne? Ja, ich muss mir vorstellen, wir müssen das alles mit Hand aufladen. Ja, wo LS22 rauskam, da war das so. Ja. So. So. Boah, den habe ich vorhin erst gekauft und jetzt schon 2,5 Stunden drauf. Ne, jetzt muss ich. Was? Ah. Die 75 Ballen sind da schon dran. Boah. Was? Also ich glaube, das nächste Geld gebe ich für einen vernünftigen neuen Computerstuhl aus. Geht mir genauso.
Obwohl man da so schön drin liegt bei mir. Das ist ganz gemütlich. Ja, da könnte ich nicht drin sitzen, so liegend. Oh, das ist stark. Ich chill auf der Couch. Ja, Chillomat. Genau richtig. Den wollte ich schon 10-mal mit an die Arbeit nehmen und wollte das ausgeschlagene noch mal ein bisschen zuschweißen, aber bin ich noch nicht zugekommen. Was für ein ausgeschlagenes Loch? Ja, wo der Pin zum Feststellen ist. Ach so. Das ist so ausgeschlagen. Das lohnt sich bei dem Ding noch nicht mehr. Hier wird es sich lohnen, das Untergestell zu machen, weil von der Sitzfläche her ist alles in Ordnung. Aber untenrum ist er halt komplett auseinandergebrochen. Ja, das hat das Mädchen auch gesagt. Ja. Hä? Ein paar Ballen sind das, glaube ich, noch, oder? Ja. Nengtalen. Ziemlich. Komm aufs nächste Feld, hier gibt's noch ein paar. Ja. Boah, der Traktor hat jetzt schon 6,3 Stunden runter. Wo ist denn der Düngestreuer? Der steht hier auf dem Feld 46. Ist da noch was drin? Ja, das Feld muss auch komplett gedüngt und gekalkt werden. Ah, 24, das lohnt sich nicht. War erst zum... zum Hof zurück. Da passen noch 27 drauf, oder nicht? 28, aber ich habe schon 24 drauf. Ach so. Und wegen 4 Stück, dann bin ich bei dir, ja. Dann drehe ich direkt, ja. Ja. Ich warte. Alles klar. Willst du da direkt einmal rüberhasseln? Ja, selbstverständlich. Sehr gut. Ich habe alles niedergepflügt, was geht. Oh, und Christian, wie geht das mit durch die Gräben durch? Super! Ich habe das einmal ausprobiert, geht gut. Ja, stimmt, lässt doch nichts liegen. Nee. Geht aber auch gerade so, ey. Jo, habe ich bei mir auch gemerkt. Ich glaube, wenn ich da gleich noch einmal durchfalle, kriege ich noch einen ganzen Ballen. Ja, das auf jeden Fall. Der ist im Weg hier. Warte. Warte. Oh, Bock ging auf. Weg da. Warte. Das klappt ja. Jetzt geht gar nichts mehr. Geh weg da. Ich muss hier knüppeln, Akkord. Ich muss hier knüppeln, sagt er. Akkordarbeit, ja. Ich bin nicht gefaulenzt. Ja, ich bin fertig. Und was macht ihr so? Du bist fertig? Und den Ballenwagen. Ja, klar. Gut. Feld 48 auch? Ja, klar. Und Feld 44? Alles. Feld was? 44 hast du noch nicht. Unser ja. Feld. Am Hof. Ach, nee, das stimmt. Machst den ganzen Tag. Ja, bin ich am Knüppeln dran. Boah. Oh, das hat keiner gesehen. Super. Der schönste Traktor. Ja. Wow. Ich hab nichts gesehen durch den Baum. Warum denn nicht? Du musst doch auch, wenn du auf der Vorfahrtsstraße fährst, musst du doch gucken, Junge. Ja, wir haben doch keine Zeit. Ja, kein Wunder, dass das Skoda kaputt ist. Gemacht kaputt war. Schon wieder. Der lag's auf der Zunge, ey.
Ich bin jetzt immer so schön aus den Feldern raus, Vollgas. Ja. Jetzt und auf musst einmal du an der kommst Ampel du um die Ecke. Aufpassen. Musst nur an der Ampel aufpassen, nicht, dass du da wieder Frauen hinterher guckst. Nee. Und dann eine Mulde hinten drunter rutscht. Ja. Boah, das sind aber Schlaglöcher hier, ey. Gut, dass die Ballen da nicht runterfallen. Ja. Ja. Mach das mal in echt, dann ist der Traktor aber schnell kaputt. Ja. Ja. Boah, der Fendt ist einfach nur Kanone, ey. Ja, ja, ist er. Kann man gar nicht anders sagen. Vom Sound her. Ja. Von der Optik her. Also, ein Gruß geht raus an den Modder, hat er richtig gut gemacht. Ja. Hey Christian, hier auf der 46 ist da auch noch ein kleiner, großer Schwart. Ja? Ja. Machen wir den gleich noch weg. Oder nächste Woche. Bleiben das denn jetzt unsere Felder, oder? Das bleiben unsere Felder, ja. Okay. Tag. Guten Tag, Herr Laser. Das bleiben unsere Felder. Okay. Wer hat denn da so gemäht? Ja. Warum? Nur so. Oh. Rund um Kreisel und durch den Wassergraben durch. Wir haben noch keine Zeit. Ja. Das... So arbeite ich nächstes Mal bei der Betzolds Kusasa. Mhm. Guten Tag. Guten Tag. Da bin ich gespannt, was dann song. Oh. Wenn in der Abwasserrinne das Gras drin liegt. Einfach drüber gefahren. Aber in jedem Feld. Oh, da muss ich nochmal anfahren. Das war scheiße. Beschwerst du jetzt gerade über meine Arbeit? Nein. Ich nehme mir nur das Beispiel, das nächste Mal, wenn ich bei Herrn Johnson und Jackson wieder mal aushelfen muss, dann nehme ich mir das als Beispiel. Ach so. Ja. So, damit sind wir aber am Ende dieser Folge und auch am Ende dieser Streaming-Session angekommen. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Schaltet beim nächsten Mal gerne wieder mit ein. Lasst ein Like, einen Kommentar und ein Abo da. Und dann sage ich mir mal Tschüss und Ciao. Gute Nächte. Gute Nacht. Tschüss.